So, hier noch ein paar Hinweise zur Kreativcloud. Ich habe jetzt hier einen Testordner angelegt unter den Ordner Kreativcloud Files. Und was ich hier zeigen wollte, wenn ich jetzt hier ein Bild nehme, ziehe das in diesen Kreativcloud Ordner, dann sieht man hier ganz klein, ich mache es mal ein bisschen größer von Ansicht her, sieht man hier einen Doppelpfeil, die anderen zwei Ordner und eine Datei, die haben so einen grünen Haken dran und das bedeutet hier, dass diese Datei noch synchronisiert wird. Jetzt ist sie also hochgeladen worden und jetzt kann man sie auch mit den anderen teilen. Das heißt, die Leute, die mit dem Ordner hier verbunden sind und sich ins Netz einwählen, die haben dann praktisch auch diese Datei in ihrem Creative Cloud Ordner, sobald sich die wieder synchronisiert hat. Ja, wenn man hier drauf geht, ich mache es mal nochmal raus. Nochmal rein. Okay, wird synchronisiert. Man kann hier auf dieses Creative Cloud Symbol klicken und hier wird gerade diese Tätigkeit angezeigt, was er denn gerade macht. Er synchronisiert jetzt also gerade eine Datei. Hier steht dann normalerweise auch dran, was er macht, wie lange das noch dauert. Das geht jetzt bei einer Datei ziemlich schnell. Und hier hat man auch die Möglichkeit, zu sagen, die Dateien im Web anzeigen. Wenn ich also hier drauf klicke, dann öffnet sich ein Browserfenster. So, und das sind jetzt die Dateien oder die Ordner, die in meiner Creative Cloud hochgeladen wurden. Hier habe ich diesen Testordner InDesign Schulung. Wenn ich da drauf gehe, da habe ich hier mein Bild wieder von dem Koala und meine anderen beiden Dateien. Vorteil ist jetzt auch, ich gehe mal auf die Testjahresbericht InDesign Datei. Hier kann ich nämlich unter Aktivität auf der rechten Seite Kommentierungen hinzufügen und das wäre praktisch, wenn man hier entsprechend hinschreibt, ich bearbeite gerade die Datei. So, alles, was also aktuell hier eingegeben wird, wird jetzt hier entsprechend gezeigt. Hier unten sieht man es noch. Hier steht dann neuer Kommentar. Das heißt, alle anderen, die dann mit dem Ordner verbunden sind, sehen diesen Kommentar, wissen, okay, ich mache gerade diese Datei auf, ich bearbeite sie. Jetzt kann ich nicht die gleiche Datei öffnen und darin weiterarbeiten, weil dann doppelt sich diese Datei und gewinnen tut diese Datei, die dann praktisch als letztes gespeichert wird und die überschreibt natürlich die andere Datei auf dem anderen PC. Also, immer hier bei den Aktivitäten reinschauen. Hier steht jetzt auch die Zeit drin. Vor einer Minute ist diese Datei gerade offen. So, und wenn ich dann geschrieben habe, ich bin fertig, dann müssten alle verbundenen Teilnehmer entsprechend diesen Kommentar bekommen. Und dann allerdings ist es so, die fertige Datei muss ja jetzt noch synchronisiert werden. Und hier sollte man noch kurze Zeit warten, bis dieser blaue Doppelpfeil verschwindet. Erst dann, wenn diese Datei aktuell im Web liegt, erst dann kann man sie synchronisieren und erst dann kann man sie wieder öffnen und weiter bearbeiten.